Unsere Erde überrascht uns immer wieder, denn es gibt viele Orte, an denen seltsame, schöne und sogar beängstigende Phänomene auftreten. Forscher haben lange versucht, sie zu erklären. Magie, Geister oder Physik? Einige Geheimnisse wurden enthüllt, viele bleiben jedoch unerklärlich. Mutige und neugierige Touristen werden an diesen Orten nicht aus dem Staunen rauskommen. In diesem Video haben wir eine Sammlung der 8 mysteriösesten Orte zusammengestellt, die dich auf jeden Fall verblüffen werden. Al-Nasla Felsen, Saudi-Arabien. Die Felsformation Al-Nasla ist eine 4000 Jahre alte Sandsteinstruktur, die 9 Meter hoch und 8 Meter breit ist. Sie befindet sich in der arabischen Wüste in der Nähe der Oase von Tema im Nordwesten von Saudi-Arabien und hat sich durch ihren perfekten Schnitt zu einer beliebten Touristenattraktion entwickelt. Theorien über ihre Entstehung reichen von antiken Zivilisationen bis hin zu außerirdischem Einfluss. Einige vermuten, dass eine Hochkultur den Schnitt geschaffen hat, ähnlich wie bei den Blöcken der Pyramiden von Gizeh, während andere vermuten, dass der Fels als Treffpunkt genutzt oder aus künstlerischen Gründen gestaltet wurde, da die rechte Seite des Felsens mehrere Zeichnungen, einschließlich eines Menschen und eines Pferdes, aufweist. Krater von Derweze, Turkmenistan. Der Krater von Derweze in der Wüste Karakum in Turkmenistan wird oft als Tor zur Hölle bezeichnet. Seit Jahrzehnten brennt es dort und wird von ausströmendem Methan genährt. Es hat einen Durchmesser von 70 Meter und sein Anblick, besonders nachts, wirkt gespenstisch. Auf Anweisung des Präsidenten soll das Feuer jetzt gelöscht werden, um die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu schützen sowie den Erdgasexport zu steigern. Es ist unklar, wann das Feuer genau entstanden ist, aber es wird vermutet, dass sowjetische Ingenieure 1971 versuchten, hier ein Ölvorkommen zu finden und dieses Phänomen die unglückliche Folge davon war. Hessdalen-Lichter, Norwegen. In einem norwegischen Tal namens Hessdalen tauchen seit langer Zeit seltsame Lichterscheinungen auf, die manche Menschen mit UFOs in Verbindung bringen. Tatsächlich gibt es jedoch eine andere, jedoch ebenso fantastische Erklärung dafür. Das Tal ist laut italienischen Forschern Yada Monari und Romano Serra eine natürliche Batterie, aufgrund seiner einzigartigen geologischen Beschaffenheit. Seit 1981 untersucht das Projekt Hessdalen diese Phänomene und konnte beweisen, dass sie tatsächlich existieren, jedoch immer noch nicht die Ursache erklären konnten. Karatschai-See, Russland. Der Karatschai-See in Russland ist eines der gefährlichsten Gewässer der Welt, denn er ist stark verstrahlt. Seit 1948 wurden hier radioaktive Abfälle des Kraftwerks Mayak ins Wasser eingeleitet und 1957 ereignete sich hier der schlimmste atomare Unfall der Weltgeschichte, als in der Nuklearanlage Mayak ein Tank mit 80 Tonnen radioaktiver Flüssigkeit explodierte. Dieses Ereignis gelangte mehr radioaktive Substanz in die Umwelt als bei der Tschernobyl-Katastrophe 1986. Die Sowjetregierung hielt das Ereignis mehr als 30 Jahre lang geheim. Heute reicht bereits eine halbe Stunde Aufenthalt am See aus, um einer lebensgefährlichen Dosis Strahlung ausgesetzt zu sein. Catatumbo-Gewitter, Venezuela. Der Maracaibo-See in Venezuela ist bekannt für seine ungewöhnlichen Catatumbo-Gewitter, die an 260 Tagen im Jahr stattfinden und mit durchschnittlich 181 Blitzen pro Quadratkilometer ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen wurden. Die Gewitter, die nach dem Fluss benannt sind, der im See mündet, sind ein beliebtes Reiseziel für Touristen, die das natürliche Feuerwerk in gespenstischen Farben beobachten möchten. Ein weiterer interessanter Fakt ist, dass das Gewitterphänomen auch eine wichtige Rolle für die Region spielt, da es die natürliche Entstehung von Stickoxiden und Ozon reduziert. Diese leisten einen Beitrag zur Reinigung der Luft. Bevor es zu den Top 3 geht, abonniere doch bitte den Kanal. Vielen Dank. Votovara, Russland. Der Mount Votovara ist eines der bekanntesten anomalen Zonen in Russland, oft als Ort der Macht bezeichnet. Auf dem Berg kann man viele erstaunliche Dinge sehen, die aus wissenschaftlicher Sicht schwer zu erklären sind. Sami-Salz,
Steine mit perfekt glatten Rissen, verdrehte Bäume, Stufen zum Himmel und einfach sehr schöne Landschaften der karelischen Natur. Bisher kommen nicht viele Touristen auf den Mount Votovara, hauptsächlich aufgrund des Fehlens an Transport- und Touristeninfrastruktur. Der Berg verdient es jedoch, mit den interessantesten Touristenattraktionen Karelens wie Kisi, Ruskeala, Ladoga-Riffe, Valam und so weiter auf eine Stufe gestellt zu werden. Zusammen mit dem Berg können diese Attraktionen in die bekannte Route Goldener Ring Karelien einbezogen werden. Steinkugeln von Costa Rica. Die indigenen Völker in Costa Rica hinterließen nur wenige Zeugnisse ihrer Kultur, eine größere Siedlung ist praktisch nur noch in Guayabo erhalten. Die meisten Artefakte sind Töpferei und Schmuck, am bekanntesten sind jedoch die ca. 500 Steinsphären, welche im Süden des Landes gefunden wurden. Es ist unbekannt, wie sie hergestellt und transportiert wurden und wofür sie gedacht waren. Die ersten schriftlichen Zeugnisse der Steinkugeln stammen von den spanischen Conquistadores. In den folgenden Jahrhunderten gerieten die Sphären in Vergessenheit, bis sie 1939 von der Standard Fruit Company wiederentdeckt wurden, während Wald für den Bananenanbau gerodet wurde. Wasserfall Devil's Kettle, USA. Jeder, der jemals den Devil's Kettle Wasserfall entlang des North Shore von Minnesota gesehen hat, wie das Wasser in solidem Fels verschwindet, hat sich gefragt, wohin das Wasser geht. Hydrologen denken jetzt, dass sie das Rätsel gelöst haben und obwohl die Antwort vielleicht keinen Scooby-Doo-Moment wert ist, ist sie immer noch faszinierend. Der Wasserfall liegt oberhalb des Lake Superior etwa eine Meile landeinwärts am Brühl River im Judge C.R. McNeil State Park, in der Nähe von Grand Marais, Minnesota. Der Fluss teilt sich an einer Ausbuchtung von Rhyolith, vulkanischem Gestein, das so hart wie Granit ist, gemäß dem Minnesota Department of Natural Resources. Der Ostteil des Flusses fällt 50 Fuß in einen Pool, typisch für einen Wasserfall. Das Wasser auf der Westseite fällt in ein Loch im Fels und verschwindet. Wenn du dort einen Stock hineingeworfen hättest und ihm zugesehen hättest, in der Hoffnung, dass er irgendwo auf dem Fluss auftaucht, wärst du enttäuscht. Welchen Ort findest du am beeindruckendsten? Schreibe es gerne in die Kommentare und abonniere bitte den Kanal. Vielen Dank!